In dieser Lektion möchte ich euch mal ein praktisches Beispiel geben, wie man seine eigenen Tracks via Maschine und dem Audiomodul neu arrangieren und remixen kann. Also ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich gehe mal kurz zum Desktop. Ich bin jetzt hier in einem Ordner und diese markierten Dateien, das sind Stem-Dateien von einem Track, den ich irgendwann mal gemacht habe. Der heißt Rumpel und ist in 128 BPM aufgenommen. Und ich habe hier insgesamt drei Gruppen. Die erste Gruppe, das sind die Beat-Spuren in unterschiedlichen Varianten. Dann haben wir einmal die Melodiegruppe, auch in vier unterschiedlichen Varianten. Und dann die Tops, also Hi-Hats und alles, was quasi über den Kickdrums läuft. Das ist auch nochmal eine Gruppe in vier Varianten. Ich habe diese ganzen Audiodateien einfach in Maschine reingezogen und die Gruppen auch farblich kodiert. Das heißt, alles, was hier orange ist, betrifft den Beat. Alles, was hier grün ist, betrifft die Melodie. Alles, was hier gelb ist, betrifft die Tops. Und hier lila, das ist jetzt auch nochmal eine bestimmte Melodie. Auf jeden Fall habe ich das farblich kodiert. Der Sequencer läuft hier schon und diese ganzen Loops, die hört man jetzt nicht. Die kann ich aber anschalten, denn das Audiomodul ist hier im Gate-Modus. Und wenn ich jetzt mal zu meinem Controller wechsle und ich jetzt hier mal irgendwas aktiviere, dann hört man hier entsprechend eine Gruppe von meinem Track. Das ist die Beatspur. Wir haben fünf Varianten von den Beats. Dann haben wir die Tops, oder? Ich glaube die Melodien, ich weiß gerade nicht. Ja, die Melodiespuren. Und die Tops. So, und wenn ich alle Gruppen gleichzeitig anspiele, zum Beispiel diese Gruppen, dann ist das ein Ausschnitt von meinem Track Rumpel mit 128 BPM. Und ihr hört das ja auch schon, ich kann quasi einfach in unterschiedliche Bereiche von meinem Track ja reinskippen und kann das Ganze natürlich auch ein bisschen rearrangieren. Und das ist auch die Idee, dass ich quasi eigene Tracks nehme, davon Stem-Spuren rausrendere, also Stem-Spuren, das heißt zum Beispiel nur die Beats, dann nur die Tops, nur die Melodien, nur den Bass, nur die Vocals, halt wirklich so gruppenmäßig die Sachen rausrendere, dann unterschiedliche Varianten von meinem Arrangement nehme, zum Beispiel das Intro, Main-Part, zweiten Main-Part, Chorus und so weiter und so fort. So, und dann ziehe ich mir diese Audiodateien in Maschine rein und Maschine wird das höchstwahrscheinlich schon in das Audiomodul reinpacken, im Tempo analysieren und dann kann man das geloopt abspielen. Und wenn ich mich im Gate-Modus befinde, dann kann ich natürlich diese einzelnen Stems auch immer freischalten, denn hätte ich das jetzt im Loop-Modus, dann wäre das ein Klangbrei, weil alles spielen würde. Das heißt, überall habe ich diesen Gate-Modus und ich kann die einzelnen Stems und die einzelnen Variationen freischalten. Und natürlich könnte ich jetzt noch einen Performance-Effekt hinzunehmen. Ich habe mir jetzt mal einen Performance-Effekt hier reingeladen, den Modus Reso Echo genommen und natürlich kann ich das Ganze dann auch noch ein bisschen weiter fortführen. Und hier oben sind drei Pads belegt mit Stems aus einem völlig anderen Track von mir. Der Track heißt Heartbeat und ist in 124 BPM. Und das ist ja auch das Schöne an diesem Audiomodul, dass der Time-Stretch-Algorithmus auch schön funktioniert. Das globale Tempo ist nämlich, falls es euch aufgefallen ist, auf 134. Das heißt, ich hau einfach Stems von irgendwelchen Tracks von mir da rein, ob 124 BPM, 128, völlig egal. Alles wird schön getimestretched und ich kann in Maschine ein globales Tempo bestimmen und unterschiedliche Tracks DJen quasi.
Also man hört, das sind wirklich Dinger, die aus einem ganz anderen Track stammen. Das kann ich aber mit dem Track Rumpel mischen. So, auf jeden Fall, ja, Fingerakrobatik ein bisschen vorausgesetzt. Aber ich wollte euch mit diesem Beispiel auch demonstrieren, dass man tatsächlich so ein bisschen in die Remix-DJ-Richtung gehen kann mit dem Audiomodul, man kann natürlich irgendwelche Loops reinladen. Aber ich fand das für mich auch echt mal sehr interessant, dass ich meine eigenen Tracks, Stems rausrendere, hier drauf packe, mit anderen Tracks von mir mische. Zugegeben, die Mischung von diesen Stems ist echt noch nicht super. Das liegt alles schon ein paar Jahre zurück. Mittlerweile klingt das ein bisschen amtlicher, was ich da mache. Aber es war für mich einfach super interessant, dass ich meine eigenen Tracks remixe. Und naja, mit den Performance-Effekten kann ich das Ganze noch ein bisschen spielen. Ich bräuchte schon einen längeren Finger. Aber ja, und natürlich kann ich auch noch auf die einzelnen Slots ein paar Effekte draufpacken. Ich fand zum Beispiel, dass so ein Beat mit einem Saturator irgendwie ein bisschen besser klang als ohne. Durfte noch ein bisschen mehr brutzeln. Und natürlich spricht nichts dagegen, dass ich dann auch solche einzelnen Stems zum Beispiel noch tonal verstimme. Einfach weil ich es kann und weil es mir Spaß macht. Ich könnte einen anderen Time-Stretch-Algorithmus nehmen. Ich könnte das Tempo natürlich auch halbieren. Also ich kann wirklich viele Schweinereien machen. Ich könnte das Ganze auch noch übers Keyboard tonal spielen. Ich könnte dann diese ganze Performance, die ich mache, aufzeichnen. Ich könnte in einer anderen Gruppe einen anderen Track von mir reinladen mit den einzelnen Stems. Also der Kreativität, wie man so schön sagt, sind hier echt keine Grenzen gesetzt. Und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr eigene Tracks habt, macht euch die Mühe, rendert Stems raus, haut's auf Maschine, schaut, wie ihr eure eigenen Tracks neu remixt und performt. Thank you.